wenn's gut werden muss. Aus einfachen Holzkisten und alten Dosen zaubern Sie mit einigen Handgriffen ein trendiges Wandregal. Mit den attraktiven Farbtönen der Serie Duplicolor Dekomat können Sie die Kisten farblich aufeinander abstimmen. Sie können auch andere Materialien hervorragend einfärben. Duplicolor Dekomat hält auf Papier, Glas, Metall, Stein und ist sogar styroporfest. Für die Holzkisten haben wir die Farbtöne Erika Violett, Blaulila und Purpur gewählt. Und so wird's gemacht. Entfernen Sie zunächst den Deckel der Sprühdose mit einem Schraubenzieher. Heben Sie den Sprühkopf ab. Und entfernen Sie den Sicherungsring. Benutzen Sie hierfür wieder einen Schraubenzieher. Setzen Sie den Sprühkopf wieder auf und schütteln Sie die Dose für ca. 3 Minuten. Kleben Sie den Arbeitsbereich mit Zeitungspapier ab und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Führen Sie zunächst eine Probesprühung durch. Nun können Sie die einfachen Kisten ganz nach Ihren Farbwünschen in Designerstücke verwandeln. Sprühen Sie dafür im Kreuzgang mehrere Schichten mit einem Abstand von ca. 25 cm auf. Die Dosen werden ebenso einfach aufgepeppt. Bereiten Sie die Spraydose im Farbton Lichtblau wieder vor und sprühen Sie in mehreren dünnen Schichten im Kreuzgang. Wenn Sie die Dose auf ein Stück Pappe stellen und in diese Pappe einen Knick falten, können Sie die Dose beim Sprühen drehen, ohne sie anfassen zu müssen. Wenn's gut werden muss.